So, wo habt ihr eure Betten hingelegt? Eine Tasche höher. Ja, da muss ich ihre Seite geht, warte, hier ist eine Treppe. Da hinten. Und hier geht's hoch. Hier habe ich gesucht. Ja, ich bin heute noch ein bisschen matt gestern. Die Sache hat mich ganz schön zerfetzt, ja, könnte man sagen. Ich war auch mal fertig gestern. Ja, 500 Kilometer Autofahren, 8 Stunden fast Parkaufenthalt. Wow. Das ist schon ein bisschen was. Wenn man dann auch noch Kinder dabei hat. Und eine Frau, genau. Dann noch die Temperaturen. 28 Grad hatten wir da. Als wir ins Auto eingestiegen sind, um nach Hause zu fahren, so gegen 18 Uhr, da hatten wir gefühlt 40, 50 Grad im Auto. Wie gut, dass ich eine Klimaanlage habe. Das hört sich interessant an, ja. Ich bin bei der Fahrt fast eingeschlafen. So, dann hoffen wir doch mal, dass das jetzt hier hält, dieses Mal. bei meiner Base, die ich gemacht habe, ne, habe ich den Zwang gegeben, dass sie den Weg nach vorne, also von vorne nehmen zu mir. Da habe ich auch diese Darts hingestellt, in Doppelreihe. Also sprich, einen unten, einen oben drauf gestellt. Habe eine Druckplatte, eine große Fünfer gemacht am Eingang, sodass die halt am Eingang schon beschossen werden, wenn sie kommen. Dann müssen sie sich nach links und rechts aufteilen und auf einzelne Druckplatten treten. Und diese einzelnen Druckplatten lösen Stahltüren auf, die nach unten aufklappen. Sodass sie runterfallen und auf die Dornen knallen. Das Problem sind nur diese Druckplatten. Die müsste man irgendwie upgraden können. Die haben viel zu wenig HP. Die sind so schnell weg. Die sind bei mir gar nicht so schnell weg, obwohl Bomber gekommen sind. Die sind gar nicht zum Explodieren gekommen. Also bei uns waren das jetzt, glaube ich, 3 Horden so gewesen. Die waren nach 2 Stunden gleich waren wieder kaputt. Da. Ja. Nach Stunde, komisch. 2 waren die weg. Ich habe ja schon recht hohe Game Stage, weil ich ja alleine spiele und alles loote und mache und tue, was ich kann. Ja. Und ich habe da überhaupt gar keine Probleme. Da kommen Bomber, da kommen Wölfe, da kommen fliegende Geier, die spucken und was nicht alles. Okay. Überhaupt kein Thema. Also klar kommt das mal vor, dass vielleicht einer aus Versehen auf der Platte explodiert. Da bin ich aber dran schuld, weil ich dich nicht sehe, wo ich drauf schieße. Manchmal. Und ansonsten ging das echt super. Also ich muss sagen, die sind immer schön runtergeknallt wieder. Die sind auch wieder so blöd gewesen und sind wieder rumgelaufen und haben dann wieder versucht, da oben drüber zu laufen. Jedes Mal. Das heißt, ich hatte nur ein einziges Mal Zombies bei mir in der Base, weil sie durch den Boden irgendwie gebackt sind und in meinem Bunker darunter gespawnt sind. Das war nicht gut. Da habe ich dann von hinten so einen Schlag in den Nacken gekriegt. Das war nicht so toll. Ja, ich habe jetzt gerade hier auch noch mal eine Schwachstelle entdeckt. Also sofern die Zombies dann hier oben hinkommen sollten, können sie hintenrum über die Hedge da die Leiter runter. Da ist der Schwachpunkt hier. Hier müsste man eigentlich auch Stahl hinmachen. Aber ich hoffe mal, so weit kommen sie nicht. Also wenn unser Reparaturzeug ausgeht, den Stahl zu reparieren, dann bleibt nur noch die zweite Rückzugslinie hier. Wenn wir die nicht halten, müssen wir auf die andere Base wieder. Ah, das werden wir schon hinkriegen. Ja. Aber auf Endausbau ist natürlich alles Stahl, ne? Dann ist da kein Durchkommen. Mal so easy. Nee, aber das ist halt der Bum-Bum hat gestern tatsächlich die normalen Cobblestones hier mit 5000 HP nach 3 Schlägen zerbröselt. Das war schon echt heftig, das anzusehen. Ja, ich mach mal kurz Käffchen noch. Jo. Ja. Das ist ein schlechtes Timing. Geld geht aber auch schnell rum.
So, ich mache mal ein bisschen lauter, damit ich einen Kopfhörer nicht brauche, weil der geht mir jetzt gerade der Spitzerei hier ziemlich auf den Sack. So, bin wieder da. WB. Was für eine Spritze? Cobblestone? Ich habe mir noch ein Käffchen. Cobblestone. Ach so. Ich habe mir erst mal gedacht, Kabelstone? Was ist Kabel? Aber du meinst Cobblestone. Steine und Lehm. So, geht los. Wo sind sie denn? Da kommen sie, die Ersten. Echt? Sind die jetzt schon da? So. Ja, links ist aber auch schon eine raufgekrabbelt. Aber die ist auch wieder runtergefallen. Oh, rechts. Aber die springen wieder runter. Das ist doch schon mal gut. Ich habe die linke Seite im Auge und versuche die dann wegzuballern, sobald die rüber wollen. Ah ja? Wie man sieht, es ballert. Dieser Schubser schubst. Erst ja. Ich die. Problem ist, mit Nahkampf ist halt dann nichts großartig. Ja, gut. Außer es wird zu viel. Noch ist es ja human, die Masse. Und es ist noch nicht alles leuchtend. Sieht aber lustig aus. Oh, ein gelber Sack. Und ich komme nicht hin. PS ist auch noch relativ stabil bei 48, 36. Okay. Ich dachte gar nichts. Die Wanne ist ein bisschen weit hinten, da kommt man nicht so gut hin mit den. Schade. Warum? Ah, okay. Doch zu weit hin. Wo bleibt denn Scooter? Der Schubsi macht nichts mehr, weil Proxy zu weit weg ist. Doch, aber der Schubsi kann zu viel. Ich habe nur drüben ein bisschen noch Weg aus dem Weg geräumt, die standen da. Kloppen. Genau. Einfach mal einen Sack holen. Ja, und weil du drüben warst, deswegen hat er hier nichts gemacht. Ah, da kommen wieder welche. Gar nichts. Jetzt gehen die Dark Traps an. Wie gesagt, ich habe die extra eine halbe Stunde später gestellt, dass wir ein bisschen Muni sparen. Ja, wenn die drüben nicht laufen, kann man von drüben hier nach rechts die Muni. Vor allem, solange die sich da unten stauen, warum auch immer, was ist denn da für ein Gedränge? Haben die doch geändert. Das sieht doch richtig geil aus, wenn die Muni da durch die Gegend fliegt, ne? Ja. So Leuchtmunition. Geil. Ah ja. Sind gerade keine da, oder was ist... Ach, das sind die Darts. Die Leuchtdarts. Wir haben Leuchtdarts. Ja, solange keiner kommt, die, irgendwie sind die da ein bisschen zu blöd, die Treppe hochzukommen. Die stauen sich ganz schön. Ach, du machst die da. Irritieren. Ja, ich die da irgendwie ein bisschen verstecken. Du bist ein Stückchen zu weit links, Logos. Die laufen die Treppe hoch. Und links ist keiner. Echt? Sind das Verirrte?
laufe hier über dir. Ja, ja, du bist aber zu links. Das ist zu weit links. Zu weit. Und links haben wir nichts. Links ist keine Verteidigung. Ganz weit rechts stehen, so weit rechts wie es geht. Geier kommt. Der nächste Geier ist weg. Noch ein Geier. Alter. Aber du bist unterm Geierschutz, oder? Ich hab dich schon gehabt. Okay. Aber den kann ich nicht treffen. Na, ich meine, aber du bist im Geierschutz, falls was sein sollte. Ja, ja, natürlich. Ich hab die ja, ich schieß die ja normal mit Pfeil und Bogen, aber selbst das hat nicht funktioniert. Alles okay. Kommen die wieder nach links? Eier? Oh, ich habe ein Buch sogar. Mein Buch gefunden im Loot. Das ist immer witzig. Guck mal, wie viel zu reparieren ist. Wahrscheinlich nicht viel. Wir haben da unten ein paar. Das ist eigentlich gar nichts. Das ist schon mal gut. Uiuiui. Also ich find's moderat. Dachte, es wird heftiger. Wenn ich das richtig gesehen habe, kommen da jetzt gerade welche von hinten. Ja, die brauchen ein bisschen, wenn die Welle von hinten kommt. Hopp. Der erste Kopf. Kopf down. Thank you.
Die erste Bum-Bum. Wow! Alter, haben wir Glück. Kann es sein, dass der Darkrip ausgelöst hat? Weiß ich nicht. Eigentlich sollten die Darkrips eigentlich nur auf die Füße. Ja, hab ich doch extra Beine nicht auf ihn geschossen. Ja, aber wenn der oben ist, schießt er auf die Füße. Ansonsten schießt er ja nicht nur auf die Füße. Ja, okay. Autsch! Ich sollte mal meine Bandage im Gürtel nehmen. Voll angespuckt. Einfache Dosis, wovon, Leute? Ich hab keine Spur. Wieder einer links. Geht jemand wieder zu weit links? Die Spider, die gehen hier auf den Zahn. Könnt ihr mal aufhören, hier rumzusippen? Bin ja voll verstrahlt. Oh, Scheiße! Ich war's! Ich hab mich verzielt. Hast du den Bum-Bum angeschossen, oder? Ich wollte eigentlich auf die andere Seite schießen.
HP-mäßig sieht es noch gut aus. Nicht viel kaputt. Wieder ein Bum-Bum. Zwei Bum-Bum. Oh, wow. Ich schieß nicht. Einer, ich lass den erstmal schubsen. Runter. Ich lass ihn schubsen. Ha, hat funktioniert. Der andere ist wieder oben. Vorsicht. Ja. Ich lass ihn schubsen. Aber oh, runtergefallen. Okay. Ich habe ihn auf die Füße geschossen. Nee, der ist noch hier. Jetzt ist er runter. Ja, sind zwei direkt hintereinander. Oh ja. Ich lass schubsen. Wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht so treffen, dass er auslöst. Oh, ein Sack! Wir als links im Schnitt. Stehen wieder welche unten. Die Blöde. Bum-Bum. Wir haben gar keine Fesseln hier. Ja, aber die stehen da vorne und wollen zu dir. Ach, ein Sack, und ich komme nicht an. Bin gerade direkt aufgegangen, haben nicht reagiert. Thomas, was machst du? Du ziehst die alle weg. So? Ja. Ich
müssen wir wieder alle nach links. Ja, du musst weiter nach links, rechts. Bumbum ist da. Ganz down, ja. Ja, der ist jetzt tot runtergeblumst. Geier, ne? Jetzt gerade nicht mehr. Die Geier sind schon durch. Die waren irgendwie 8 Stück oder so, wir machen nicht. Dreh dich mal nach links. Da will jemand nicht rumgucken. Genau. Okay. Ja, von hier aus hat man echt eine gute Sicht. Bleiben eigentlich die restlichen Zombies oder Leute? Ja. Bumbo kommt die Treppe hoch. Weil eigentlich müssten doch noch mehr kommen, oder nicht? Ja gut, wir sind ja nur zu dritt, ne? Echt? Ich weiß auch nie deine Einstellung, deswegen keine Ahnung. Der Schubser ist Gold wert. Der liegt da, als wenn er gleich schlafen würde. Einer ist runter. Ah, der steht wieder auf. Ich lass mal laufen. Ups, und weg. Andere Bombe hier. Auch runtergefallen. Nee, noch hängt da. Jetzt ist er runtergefallen. Der ist tot. Der nächste kommt wieder. Aber ich glaube, das war's. Ha, ich hab'n gekillt! Oranger Sack, ey. Alter, hat der geilen Loot. Ich glaube, das war's mit der Horde. Meinst du? Ja. Außer es kommt noch die nächste Welle, aber... Irgendwo
Oh, da ist einer hier drinnen. Wie geht das denn? Die steckt hier in der zweiten Verteidigungslinie. Durchgebackt. Aber sowas von durchgebackt. Das ist ja das, was ich sagte. Teilweise backen die durch. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber so krass durchgebackt hatten wir auch noch nicht. Backen, ja. Genau, Schatz. Dass da mal einer direkt, wo man drauf klopft, da durchbackt, ja, aber da hinten dran? Das ist jetzt... Was? Hat der Stahl hat gereicht. Ich habe noch 118 Stahl. Ich habe noch gar nicht aufgewertet. Ich glaube, du hast zwischendurch geguckt gehabt, ja, ne? Ja, ja. Aber so viele kamen auch nicht vorne gar nicht so wirklich an. Nee, also der Schubser hat echt seinen Zweck erfüllt. Das war Gold wert. Und die Sachen, die kaputt sind, sind meistens nur 4 oder 5 Hitpoints kaputt. Also sieht gut aus. Musste mich auch besetzt. Ich verwende jetzt meine erste Bandage und das auch nur, weil mich die drinnen war. Ja. Weil ich die im Nahkampf gemacht habe. Vorher gar nicht wirklich. Und die Dart-Traps sind auch noch okay und wir haben sogar noch Darts übrig. Wir haben nur knapp 200 Darts verschossen. Mhm. Cool. Ja. Haben wir mehr übrig für die nächste Runde. Du machst den Power-Sammler auf. Und hast hier rechts oben die Dinger, Werkzeuge, Ding. Und da musst du die reinziehen. So. Achso, haben wir noch irgendwelche Säcke oder was machst du für komische Geräusche? Oh, der eine Block da, der hat ein bisschen was abgekriegt. Was meinst du, Dogger? Nee, ich meinte meinen Sohn gerade. Entschuldigung. Achso. Ich hab vergessen, ein Mikro auszumachen. Achso. Nee, der hat gerade komische Töne von sich gegeben und da dachte ich, der hätte sich das Ding abgeschnitten oder so. Ja, könnte passieren, genau. Gut. Ja, was sonst? Alles schicki. Die Wanne hat auch mal überlebt diesmal. Aber ist die Wanne ist zu weit vorne, oder was? Ja, die ist ein Stück zu weit vorne. Also bis du da hinten hinkommst, sind die Zombies schon so im Weg, dass du gegen die Zombies wirfst und das Scheiß abprallt, weil er so viel Luft hat. Also das heißt, dann noch einmal vorsetzen. Ja, ein Stück Ding weiter vor wäre gut. Ja, das ist ja nicht das Problem. Wir können ja einfach eine zweite... Das stört ja den Zombies nicht. Nee, die versuchen nur durchzuprügeln. Mehr nicht. Mehr Zeit für aber uns dann zu schießen. Aber dann kann ich ja einfach die... Hier einfach nochmal verlängern. Hier auf der Seite. Ja, genau. Weil, wenn ich die Bomben werfe, die kommen schon ein bisschen hinten rein. Das ist nicht das Thema. Aber wenn dann hier versucht, der Zombie hochzuklettern, dann werfe ich gegen ihn und dann fallen sie vorne runter auf den Boden. Ja, deswegen hatten wir die Explosion unten, statt oben in der Wanne. Aber so wäre das super. Aber dann haben wir halt eine zweite Wanne, meine Güte. Außerdem ist das auch gut, weil die manchmal hier standen, habe ich gesehen. Und da haben versucht, die Wände kaputt zu prügeln, anstatt weiterzugehen. Was natürlich sinnvoll ist. Ja, manchmal standen sie ja auch unten rum. Ja, ja. Und wussten wir, als hätten sie gerade den Weg verloren. Also ich habe, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe, 250 Schuss mit der Magnum durchgejagt. Das ist nicht wenig, ordentlich. Das geht, ich musste sie einmal reparieren. Okay. Aber, ja, es ist schwierig, 600 damit durchzujagen. Ja, Tatsache. Also man braucht die tatsächlich nicht so explizit wie die Neuner. Ich habe hier noch 5 Stahlbarren in der Tasse. Die sind hier gedroppt. Verdammt, ist das. Dunk. Nee, guck mal, kannst du noch was verstahlen? Schawupp. Jo, danke. Ja, die haben hier einiges abgekriegt, die Blöckchen. So. Nächsten Mal ist er definitiv weniger. Okay. Brauchtest du noch diese Armor-Abdeckung? Nee.
schießen. Was habe ich hier noch? Oder was brauchst du denn speziell? Dann gucke ich da mal nach. Speziell bräuchte ich Rifle World und noch Tactical Warfare. Ne, habe ich nicht. Und Shotgun Weekly. Eigentlich noch mehr Shotgun Weekly als alles andere. Shotgun. Nö, sowas habe ich nicht bekommen. Ja, da muss ich noch ganz schön ranklotzen. Da habe ich noch nicht mal 30 Bücher von. Das ist noch nicht viel. Von was? Na, von diesen Shotgun-Dingern. Ach so. Da ist noch jede Menge, wo fehlt. Explosionsmagazin oder so ähnlich habe ich. So ein Revolverband ist das, glaube ich. Was für ein Ding? Band 3 hier, dieser Typ, der mit den Revolvern draufsteht. Ah, oder zeig mal her, von. Weiß ich gar nicht, ob ich den schon habe. Hab ich schon. Kann man in die Kiste machen. Oder ich lerne es selber. Pistol Pete. Also den Rest spende ich dann, okay, da ist. Ja, ja. Weil der Explosionsmagazin ist doch fürs Herstellen von Magazinen oder sowas, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Das was? Explosive Magazin. Oh, keine Ahnung. Da ist ein Soldat mit einem Raketenwerfer. Ja. Drauf abgebildet. Gleich repariert, das ist gleich schon mal repariert. Ja. Spart sich das nächste Mal. Noch ein bisschen Stahl. Dann gehe ich mal als nächstes Eisen kloppen, die Blöde. Eisenbahn habe ich noch 17 in der Tasche. War das noch eine Tasche? Eisenbarren. Also ja, die kannst du in die Kiste legen. Ja. Also wirklich, Bombe habe ich jetzt nicht gekriegt, leider. Hauptsächlich alter Crap-Scheiß. Den keiner haben will. Selbstgebautes Gewehr und Co. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich bekommen habe aus den Sekten. Habe ich noch gar nicht durchgekommen. Ne, ich bin gerade dabei, die Sachen Level 1 und so, die keiner haben will, zu scrappen und die Sachen dann wegzuräumen dann gleich, weißt du? Mm. Ihr habt ja gesagt, ihr könnt ja jetzt mittlerweile bessere Klamotten herstellen, warum soll ich dann die 1er Sachen behalten? Hm, so. Ja klar, logisch. So, das war's jetzt, glaube ich, hier mit der Bodenplatte. Die ist ja fast durch, bis auf Stahl reparieren. Nachtsicht war doch ganz okay. Da kann man doch gut mit leben. Ja. Jetzt nur noch Stahl ranholen. Ja. Gut, wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal mich ausleeren und dann Stahl kloppen. Eisen.